Moin. Wildfleisch ist ja immer eine gelungene Alternative zu dem Fleisch, was man sonst im Alltag kauft. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr eine ganze Rehkeule zubereitet. Wir verwenden die hier direkt am Knochen. Man kann aber auch Rehbraten, wo der Knochen schon ausgelöst ist, kaufen. Beim Garvorgang der Rehkeule im Römertopf entsteht eine super Grundlage für eine leckere Soße. Die kochen wir am Ende nochmal separat und servieren dazu Rosenkohl und Spätzle. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen.